Sie sind hier beim freien Fernsehprojekt bei FS1 gelandet. Wir haben unsere Station gleich hier im Kunstquartier in der Bergstraße und machen halt eher ein spontanes Wohnzimmerfernsehen, nennen wir das. Die Bergstraße, unser Wohnzimmer, heute das Wohnzimmer der Salzburger und Salzburgerinnen. Sind Sie aus Salzburg oder kommen Sie von außerhalb? Ich bin von Salzburg und ich arbeite in der Bergstraße. Da gefahren. Und jetzt ist einmal mein Wohnzimmer, nicht einmal der Arbeitsplatz. Auch nicht. Und Sie stammen auch aus Salzburg? Ich bin ein Großgemeiner. Großgemein, ja. Aber wohnhaft jetzt aktuell? In Großgemein und auch in Wien. In Großgemein und in Wien? Ja. Ein großer Unterschied. Ich mag gar nicht wissen, wie man sowas aushält aus dem wunderschönen Großgemein. Wien auch wunderschön, aber... Wien ist Grinzing, Wien. Grinzing ist der Traum. Ja. Ja, ich habe die Wohnung in Grinzing, also in Nussdorf draußen, es ist einfach ein Traum. Ja, jedenfalls, unsere FS1-Frage des Tages ist natürlich dieser Brexit. Interessiert uns natürlich schwer, ist in den Medien vertreten, von früh bis spät. Viele denken ja über so einen Öxit nach. Was halten denn Sie von einem Öxit? Ausstieg Österreichs aus der EU? Da hätte man schon gleich nicht einsteigen dürfen. Aber wieder raus ist, glaube ich, der größte Blödsinn. Welche Nachteile würden Sie sehen, würde Österreich aus der EU aussteigen? Ich meine, wir könnten die Alpen dicht machen und dann gehen in Europa nichts mehr. Okay. Nein, ich glaube, dass das einfach finanziell nicht machbar ist. Aber gut, ich kenne mich da zu wenig aus. Am liebsten wäre ich auch so, wie die Schweiz so aus, keiner kommt, einer, keiner kann aussehen oder so. Das war mir am allerliebsten. Aber das haben wir uns halt, da hätten wir schon gar nicht einsteigen dürfen. Das ist richtig. Also Sie sagen konsequent bei dem, was man unterschrieben hat, dabei bleiben. Dann muss man dabei bleiben. Ja. Ihre Meinung? Österreich wäre autark, das heißt absolut wirtschaftlich unabhängig. Österreich könnte sich selbst ernähren mit der Landwirtschaft, mit Erdöl, mit allem. Österreich wäre autark. Was machen wir? Wir lassen alle rein. Ich wäre sofort für den Austritt. Sofort. Nein, ich sage das ehrlich, weil was soll das Ganze? Und wenn dann unsere ganzen netten deutschen Nachbarn rüberkommen und dann auf einmal bei uns sich wichtig machen und dann müssen wir wieder Ziegelsteine umschicken, dass wir wieder die Mauer aufbauen. Na, ich sage nein. Österreich wäre autark und ich bin ein stolzer Österreicher und ich wäre sofort dafür, dass wir uns von denen abkanzeln. Naja, bleibt die Begleitung, die sagt, leider mag richtig sein, aber zu spät. An der Stelle mag ich mich bei Ihnen verabschieden und sage herzlichen Dank, dass Sie ein kurzes Statement abgegeben haben. Vielen Dank. Schauen wir, was du die Nächsten sagen. Auszuhelfen, ja, natürlich gern. Vielleicht, wenn das der Herr macht später. Träger, wir bräuchten einen Couchkran. Okay. Die Dame, geht's. Vielen Dank und noch viel Spaß am Fest. Ja, viel Spaß noch. Ja, danke sehr.